Hallo ihr Lieben, heute Morgen habe ich eine ganz bewegende Geschichte von einer kleinen Gemeinde in Los Angeles, die ich vor einiger Zeit in meinen Studiumzeiten aufgeschnappt habe und die mich bis heute eigentlich bewegt. Es ist die Geschichte von der Apostolic Faith Mission Church, würden wir dem sagen. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber soweit ich es jedenfalls recherchieren konnte, hieß sie so. Und die spielt um die Zeit so um 1900 bis 1906. Und diese kleine Gemeinde hat wirklich schwere Tage durchlebt. Sie ist gegründet von einem Pastor mit Namen William Seymour. Er war in seiner eigenen Gemeinde rausgeworfen worden, weil er dem Heiligen Geist Raum gegeben hatte, zu wirken in ihrer Mitte. Das war nicht überall sehr beliebt und man vertrat so die Ansicht, das Wirken des Heiligen Geistes war beendet, seitdem die Bibel geschrieben ist. Und jetzt kommt so ein Pastor daher, so ein William Seymour, und der sagt, das stimmt gar nicht, der Heilige Geist ist immer noch da, der wirkt immer noch heute. Und nach so einigen Eskapaden haben sie ihm dann einfach den Zutritt zu ihrer Kirche verwehrt und er war arbeitslos. Begründete die Apostolic Faith Mission Church und das war eine ganz arme, kleine Gemeinde. War wirklich ein Bretterverhau als mehr als ein Gebäude. Ihr seht das an dem Foto jetzt. Es war zwar zweistöckig, aber man sagt, der Saal oben im Obergeschoss hatte etwa 30 Sitzplätze. Und da das recht ärmlich war alles, hatte man auf Nagelfässern Holzbohlen aufgelegt, wo die Leute drauf gesessen haben. Also überhaupt nicht im Vergleich unserer modernen Kirchen, die heute alle mit Polstersessel und bewundernswerter Technik arbeiten können. Das Besondere an dieser kleinen Gemeinde war, dass Gott dort war. Er wirkte in ihrer Mitte. Und er wirkte so mächtig, dass regelmäßig Kranke durch Gebet gesund wurden. Wie in einer Trophäensammlung standen im Hauseingang und im Flur Unterarmgehstützen, Krücken, als Trophäen aufgereiht. Von Leuten zurückgelassen, die geheilt gehen konnten. Und diese Kirche war ein Dorn im Auge den sehr konservativen anderen Gemeinden gegenüber. Und so kam es, dass an einem Morgen die größte Zeitung von Los Angeles über diese Gemeinde förmlich herfiel. Die größte Zeitung mit einer riesigen Auflage, schrieb einen Artikel über die kleinste, unbedeutendste und ärmste Gemeinde der Stadt. Und zwar nicht einen positiven, sondern einen vernichtenden Artikel. Wie schlimm es dort zugehen würde, wie Wort Gottes, wie Gottes Gegenwart zu Hohn getrieben wird und so weiter. Ganz grusige Sachen waren das. Interessanterweise muss man sich das vor Augen halten. Eigentlich ist das ad absurdum, dass eine so große Zeitung sich überhaupt die Mühe macht, mit einer so unbedeutenden Gemeinde negativ umzugehen. Normalerweise hätten sie die nur totschweigen müssen und es wäre alles gut gewesen. Aber Gott hat das benutzt. Diese Negativkampagne hat er benutzt. Am gleichen Tag, wo dieser Artikel erschien, am exakt gleichen Tag, als dieser Artikel erschien, das war der 18. April 1906, gab es zur Nachmittagszeit um 17:12 Uhr ein riesiges Erdbeben in der Stadt. Die Stadt war eigentlich nur noch Trümmer. Ein riesiges Erdbeben erschütterte Los Angeles und ein Stadtbrand brach aus, weil die Erdgasleitungen barsten, ein Feuer durchzog die Stadt und die Menschen wurden obdachlos, irrten umher in den Straßen, in den Trümmern. Und wohin gingen sie? Sie gingen in die Gemeinde, wo Gott wirken soll, wo er da sein sollte, die so verrissen worden war für ihren Glauben. Dort gingen sie hin. Und dort begann eine der größten Erweckungsbewegungen der Neuzeit ihren Ursprung, die Azusa Street Bewegung. Gott benutzte diese kleine Gemeinde, so unbedeutend sie war, so negativ, wie sie in den Schlagzeilen war, dafür, dass Tausende und Abertausende ihn finden konnten. Und diese Geschichte bewegt mich bis heute. Ich glaube daran, dass Gott bis heute seine Gemeinde braucht,
um diese Welt zu erreichen. Sie ist sein Instrument, um zu den Menschen dieser Welt hindurchzukommen. Sie hat Bedeutung. Es ist nicht damit getan, dass wir kleine Hauszellen gründen, dass wir Hauskreise haben und die reichen uns ja. Gott braucht die Gemeinde, er braucht uns als Kollektiv, um diese Welt zu erreichen. Und diese Geschichte von der Azusa Street Bewegung, von ihren Anfängen, zeigt uns, Gott braucht die Gemeinde als Anlaufstelle für Menschen in Not. Und er arbeitet darauf hin, dass sie diese Gemeinde vollumfänglich den Menschen dienen kann, das Herz an der richtigen Stelle hat. Die Gemeinde, das ist Gottes Rettungsprogramm für diese gefallene Welt, wenn sie sich aufmacht und ihren Auftrag wirklich umsetzt. In der Kraft des Heiligen Geistes, den Menschen dieser Zeit zu dienen. Sie mit der Kraft Gottes, mit seiner Gnade, mit seiner Liebe ganz neu in Verbindung zu bringen. Nicht alleine die Existenz der Gemeinde ist wichtig, sondern das Leben des Auftrags. Und ich lade dich ein, dabei mitzuwirken. Es braucht dich. Darum bin ich Pastor. Darum habe ich immer noch bis nach so vielen Jahren eine Leidenschaft dafür, Gemeinde zu bauen, weil sie Gottes Rettungsprogramm ist für eine gefallene Welt, wenn sie bereit ist, sich auf die Kraft und die Liebe und die Gnade Gottes einzulassen und diese zu den Menschen zu bringen. Mach mit, es lohnt sich. Be blessed, euer Frank.